Der Traum vom eigenen Swimmingpool. Diesen Wunsch erfüllen sich mehr als 10.000 deutsche Haushalte pro Jahr. Die einen bauen ihren Pool Stück für Stück selbst. Das ist günstig, aber auch schweißtreibend. Das Schwierige ist eigentlich, dass der Schlauch sich selbstständig macht. Die anderen bestellen sich den Pool einbaufertig in einem Stück. Doch der muss dann erst einmal unbeschadet in den Garten gelangen. Dann haben wir eine Beschädigung und ist vielleicht nicht mehr zum Reparieren, ist sehr kostspielig. Fest steht, nach oben gibt es preislich keine Grenzen. Er ist dann oft erschrocken, was das kosten kann. Eggenburg in Niederösterreich. Hier entstehen pro Jahr rund 1000 Swimmingpools. Der Poolhersteller produziert massive Wannen und die bekommt der Kunde dann in einem Stück angeliefert. Jeder Pool hier entsteht aus einem sogenannten Negativmodell. 23 verschiedene Varianten stehen zur Auswahl. Sie geben dem neuen Pool ihre spätere Form. Auf ihnen werden die verschiedenen Poolschichten aufgespritzt und am Ende der Pool abgezogen. Dazu müssen die Negativmodelle spiegelglatt sein. Dieses Modell zeigt die 11 verschiedenen Schichten, aus denen eine Poolwand besteht. Hier beginnt die Fertigung des Pools. Mit einer Spritzpistole bringen Mitarbeiter zunächst ein sogenanntes Gel-Coat auf die Form auf. Es enthält auch die Wannenfarbe des späteren Pools, in diesem Fall weiß. Zusätzlich schützt das Gel-Coat die dahinterliegenden Laminatschichten. Im nächsten Schritt tragen die Männer zugeschnittene Glasfasermatten auf. Sie verstärken die Poolwand und dichten sie ab. Die Glasfasermatten sind ein wesentlicher Bestandteil des Schwimmbeckens. Diese Matte ist beim Auftrag sehr, sehr wichtig. Die wird in zwei Schichten aufgetragen. Ist bei uns im Fachjargon heißt das Pufferschichtenmatte, damit nichts durchdiffundiert. Es wird mit einem Spezialharz, mit einem Vinylesterharz verarbeitet, um die Wanne absolut dicht und dauerhaft zu gestalten. Die Poolbauer legen das Fasermaterial Lage für Lage auf die Gel-Coat-Schicht auf. Mit Fellrollern und Pinseln imprägnieren sie jede dieser Schichten mit Harz. Die nächste Lage bildet ein Gemisch aus Glasfasern und Härteharz. Darauf kommt eine Schicht aus Hartschaum. Sie isoliert den Pool und ist sehr leicht. Denn das Becken darf nicht zu schwer werden. Nahe der bayerischen Ortschaft Taufkirchen an der Vils lebt Familie Madl. Sie wollen sich den Traum vom Pool im eigenen Garten erfüllen. Heute ist Poolverkäuferin Alex Rauhut zum Abmessen gekommen. Das 8x4 Meter große Schwimmbecken soll sich an einem geplanten Haus orientieren, das später einmal dahinter errichtet werden soll. Dazwischen wird dann auch noch eine großzügige Terrasse Platz finden. Das sind jetzt die 7 Meter, wo der Pool beginnen wird ohne die Treppe. Das heißt, mit der Treppe wären wir dann schon bei 6 Meter ungefähr. Okay. Das heißt, werde ich jetzt hier mal den ersten Punkt setzen zum Fixieren. Und ab hier messen wir das Ganze dann weiter. Genau. Carmen und Christian Madl wollen sich den Pool so weit wie möglich selbst bauen und dadurch viel Geld sparen. Allmählich wird die Dimension ihres Vorhabens sichtbar. So, und jetzt sieht man mal schon, wie groß das alles ist. Ist doch ganz schön groß. Ja, ist eine schöne Schwimmfläche auf jeden Fall. So ein richtiger Pool, ne? Das Loch für den späteren Pool müssen die Selbstbauer ausbaggern. Dazu kommt noch eine Fläche für die 2,50 Meter breite und 1,20 Meter lange Einstiegstreppe am schmalen Ende des Beckens. Jetzt, nachdem die Poolfläche abgesteckt ist, wird klar, dass das Bauprojekt nicht ganz ohne Opfer stattfinden kann.
So, was mir jetzt auffällt, wenn ich in die Richtung schaue und die Poolkante vom Pool beachte, ist, dass der Baum relativ nah dort steht. Wir bekommen ja hier unser Filtersystem her. Ja. Und wir sind doch, weil wir es jetzt so parallel zur Hauswand ausgerichtet haben, relativ nah am Baum hingeruckt. Das heißt, der Baum muss weg. Ja, gut. Ja, dann muss man das so machen. Ja, okay. Ja. Glaube ich, das ist schön. Carmen und Christian Madl haben sich für einen begleiteten Pool-Selbstbau entschieden. Das heißt, bei wichtigen Bauschritten kommt die Poolbaufirma zu Hilfe. Den aufwendigen Aushub wollen die Madl selbst übernehmen. Christian Madl hat dafür eigens einen Mini-Bagger bestellt. Gefahren ist er mit so einem Gerät noch nie. Eine Einweisung von Baggerfahrer Markus Sperrer soll Schlimmeres verhindern. Den Hebel bitte nach vorne, dann kannst du die Maschine dann bewegen. Also, rechter Arm vorne. Ja. Da, genau. Mit dieser Seite kannst du den vorderen Arm bewegen, wenn du jetzt einmal nach vorne gehst. Vorne und zu dir herziehen. Und wenn du zu dir links und rechts bewegst, kannst du den Bagger damit drehen. Genau. Das sind eigentlich schon mal die Grundfunktionen für den Bagger, dass du den bedienen kannst. Die Madls wagen sich mit ihrem Projekt auf ungewohntes Terrain. Und das nicht nur aus reiner Lust an handwerklicher Betätigung. Der Kostenfaktor ist halt einfach entscheidend. Man spart sich dadurch natürlich eine Menge Geld. 10.000 Euro sind da gleich eingespart und 10.000 Euro haben oder nicht haben. Schaffen es die Madls, alle vorgesehenen Schritte des Selbstbaus eigenständig zu bewältigen, sparen sie sich insgesamt 10.000 Euro. Doch erst einmal müssen sie den tonnenschweren Bagger in den Griff bekommen. Jeden Tag fährt man jetzt auch nicht mit so einem Ding. Also da habe ich schon auch die ein oder andere Sorge, dass ja, hoffentlich nicht mehr kaputt geht als gut im Endeffekt dann. Baggern üben darf der Hobbyheimwerker zunächst mit dem alten Baum, der im Weg steht. Doch bereits diese Aufgabe gestaltet sich zäher als gedacht. Der Bagger muss bereits die ersten Federn lassen. Super, Schatzi. Geht schon gut. Am Ende hilft nur rohe Gewalt. Beim anschließenden Aushub wird der Freizeitbaggerfahrer etwas sensibler rangehen müssen. Also das mit dem Baum, das war schon grenzwertig. Den habe ich ja nur wegreißen, zerstören müssen. Und hier muss ich jetzt ausheben. Also das wird jetzt schon spannend, wie das klappt. Jetzt muss Christian Madl mehr als 50 Kubikmeter Erde ausbaggern. Und das am besten, bevor der Sommer zu Ende geht. Kannst schon noch vor, so viel. Der erste Hub ist getan. Carmen Madl macht Druck. In 4 Tagen beginnen die Ferien und da soll der Pool fertig sein. Für den Anfang nicht schlecht, aber bis Freitag muss man fertig sein. Übung macht den Meister. Die Poolmanufaktur in Niederösterreich. Hier bekommt die Riesenwanne gerade ihren Endanstrich. Dieser ist komplett witterungsbeständig und wasserfest. Dann heißt es, abnabeln von ihrer Form. Diese wurde vor Beginn der Produktion mit einem Trennmittel versehen. Nur deshalb ist jetzt das Entformen möglich. Wir können diese Form hunderte Male verwenden, nur muss es immer wieder zwischendurch aufbereitet werden. Also die Form wird dann gereinigt, gewaschen und wieder neu aufpoliert, damit der ganze Prozess wieder von vorne funktionieren kann. Der Pool ist von seinem Negativmodell entnabelt. Sein Idealgewicht beträgt 1037 Kilogramm. 5% Abweichung sind erlaubt. Im Anschluss kommt die Poolwanne für 12 Stunden in eine Heißluftkammer. Dort wird sie bei ca. 70 Grad Celsius aushärten. Das macht die Poolwanne noch witterungsbeständiger. Der letzte Montageakt. Hier werden am sogenannten Einstückbecken noch die Einbauteile und Rohrleitungen vormontiert. Ja, der große Vorteil ist natürlich, man ist relativ wetterunabhängig bei der Lieferung, beim Einbau. Dadurch, weil wir schon, wie gesagt, diese Zirkulationsleitungen alles vorbereiten, können wir faktisch fast zu jeden Witterungsbedingungen die Lieferung durchführen. Also das ist ein riesengroßer Vorteil von einem Fertigbecken mit der Fertigmontage in der Firma. Von der Bestellung bis zur Auslieferung des Pools vergehen in der Regel 6 Monate. Die Poolmanufaktur hat für den Transport der Fertigwannen einen eigenen Kran-LKW entwickelt.
Nahezu einbaufertig macht sich die Wanne nun per LKW auf die Reise zum Kunden. Für Selbstbauer wäre dieses System allerdings völlig ungeeignet. Taufkirchen in Oberbayern. Die Pool-Selbstbauer Carmen und Christian Madl kämpfen noch mit dem Ausbaggern des Lochs, in das der Pool später hinein soll. Weiß nicht genau, was er vorhat, aber... Baggern und zugleich das Fahrzeug bewegen, gar nicht so leicht, besonders beim ersten Mal. Christian Madl muss tonnenweise Erde ausheben und in den Lastwagen manövrieren. Alles unter den kritischen Augen seiner Frau. Mach mal die Schaufel zu, sonst fällt's wieder raus. Sag ich doch. Der Hobbyheimwerker schlägt sich wacker. Aber der Aushub sollte an sich schon weiter fortgeschritten sein. Jetzt kommt nämlich schon der LKW mit den Poolteilen an. Die Madls haben sich für ein Bausatzsystem entschieden. Jetzt muss sichergestellt werden, dass alle der 2078 Einzelteile auch wirklich dabei sind. Hier sind alle Elemente von dem Pool aufgeführt. Da schauen wir jetzt durch, ob da auch wirklich alles dabei ist. Okay. Mhm. Nicht, dass wir dann später merken, ups, unterm Aufbau fehlt was. Genau, das wäre schlecht. Deswegen schauen wir alles durch und dann schauen wir mal, ob alles dabei ist. Gell? Super. Das größte Teil im Set ist die sogenannte römische Treppe. Sie kommt in einem Stück und darf auf keinen Fall beschädigt werden. Alle weiteren Poolelemente müssen die Madls später selbst zusammenbauen. Das ist auch eine ganz schöne Menge. Ja, ja. Das denkt man gar nicht, so 8x4 Meter. Das Teil ist ja auch groß. Es folgen unter anderem 7 Wandelemente, 19 Stützstreben, 35 Kubikmeter Baustahlgewebe und 11 Kubikmeter Beton. Jetzt haben die Selbstbauer ihren Swimmingpool bereits im Garten, aber leider noch als Baukastenpuzzle mit mehr als 2000 Teilen. Sie einen Überblick verschaffen, was man als erstes braucht. Natürlich auch die Bauanleitung lesen, ja, die man bekommen hat. Ja. Und dann ja schön langsam Schritt für Schritt nach vorne arbeiten. Learning bis das Ding doing. Steht. Bei Déjoyau im französischen Saint-Étienne entstehen jährlich rund 25.000 dieser Pool-Baukastensysteme. Grundstoff aller Pools sind spezielle Granulate aus recycelten Milchflaschen. Das sogenannte Polypropylengranulat gelangt mit Luftdruck über dieses Rohrleitungssystem in die Einspritzpresse. Aus dem geschmolzenen Granulat entstehen nun die 1,2 Meter hohen und 25 cm breiten Vorderseitenelemente der Poolverschalung. Das Ganze geschieht über ein vollautomatisches Pressverfahren unter 6000 Tonnen Druck und einer Temperatur von 220 Grad Celsius. Im letzten Schritt bringt ein Roboterarm die Bauteile zu einem Zwischenlagerplatz. Geschäftsleiter Axel Steinbach achtet besonders darauf, dass die Oberfläche der Bausatzelemente korrekt gefertigt werden. Das ist genau dieses Teil, was wir hergestellt haben. Das ist die Innenwand eures zukünftigen Schwimmbads. Die muss super, super glatt sein, glatt wie ein Kinderpopo, weil hier später die Folie draufkommt. Die fertigen Vorderseitenelemente gelangen nun vollautomatisch zur nächsten Station. Dort montieren Roboter die Einzelelemente zu bis zu 2,25 Meter breiten Paneelen zusammen. Im nächsten Schritt werden die rückseitigen Kamine mit der Vorderseite verbunden. Zuletzt packt ein anderer Roboter die fertigen Elemente, die sogenannten Descos, in die Transportkiste. Doch der Pool-Einbau kann erst dann beginnen, wenn das Loch dazu ausgehoben ist. Das Ausbaggern aber macht Selbstbauer Christian Madl zu schaffen. Schaufel für Schaufel quält er sich mühsam nach vorne. So, jetzt reicht's. Für heute ist gut. Ja, hast recht, komm raus. Der erste Pool-Bautag ist vorüber. Die Selbstbauer sind erschöpft. Also das war schon sehr anstrengend jetzt heute, der erste Tag. Ich hätte nie gedacht, dass es so viel abverlangt. Und ich bin jetzt wirklich durch. Und es wird jetzt keine Viertelstunde mehr länger gehen. Eigentlich wollten wir heute mehr schaffen.
Aber es geht jetzt einfach für heute nicht mehr. Morgen ist auch noch ein Tag. Ja. Am nächsten Morgen wagt sich Carmen Madl ans Steuer des Baggers. Offenbar ging ihr die Arbeit ihres Ehemanns am Vortag nicht schnell genug. Und siehe da, ein wahres Bagger-Naturtalent kommt zum Vorschein. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Sie überrascht mich doch immer wieder aufs Neue. Bis zum Mittag hat Carmen Madl es fast geschafft, die gut 4x8 Meter große Poolfläche 1,5 Meter tief auszuheben. Christian Madl bereitet unterdessen den nächsten Arbeitsschritt vor: das Setzen der Grundfundamente des Pools. Um die richtige Tiefe zu finden, benutzt er einen sogenannten selbstnivellierenden Rotationslaser. Das Gerät erzeugt eine waagrechte Laserebene über dem Aushubloch. Der Messstab hat einen Sensor, der immer dann ein grünes Signal gibt, sobald er die Laserebene und somit den Nullpunkt trifft. Ich kann jetzt hier nach unten die richtige Höhe mit dem Laser abmessen. Wenn ich jetzt hier nach unten gehe, dann zeigt er mir die genaue Tiefe des Pools. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass der Pool später in Schieflage gerät. So, ich glaube, wir haben's. Ja, ich glaube auch. Ich habe jetzt überall vom Nullpunkt 1,35. Ich denke, das passt. Neben der korrekten Tiefe müssen Carmen und Christian Madl auch sicherstellen, dass die kurze Poolseite parallel zu ihrem zukünftigen Haus verläuft. Kannst du das jetzt schon vorstellen? Da ist unsere Hausmauer. Die abgesteckte Schnur, gell? Ja, genau. Und hier kommt dann die Terrasse. Und hier dann der Pool. Ganz wichtig ist, dass wir aufpassen, dass es parallel zur Hauswand ist. Genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Den Selbstbauern fehlt die Erfahrung beim Poolbau. Deshalb messen sie lieber doppelt und dreifach nach. Laut Anleitung müssen sie jetzt die Grundsteine der späteren Poolwanne setzen, die sogenannten Rabatten. Ein Schritt, den eigentlich der Profi übernehmen sollte. Ja, eigentlich wäre das jetzt schon ein Schritt für die Bauleitung. Aber jetzt lief es so gut mit dem Faden abstecken, Fadenkreuz machen. Und jetzt dachten wir uns, machen wir weiter, geht schneller. Ein Viertel der deutschen Poolbesitzer baut sich ihr Schwimmbecken selbst. Doch die Fehlerquote ist hoch. Bei rund 80% der Selbstbauer müssen Poolfirmen während der Bauphase eingreifen. Das ist nicht eben. Die müssten ja eigentlich parallel zueinander passen, weil da muss ja dann später was draufstehen. Aber das hat eine Stufe. Die beiden sind mit ihrem Latein am Ende. Ein Anruf bei der Poolbaufirma ist unausweichlich. Axel Steinbach und seine Crew kommen auf die Baustelle. Das Team hat bereits mehr als 4000 Pools gebaut. Ja, sehr schön schaut's aus. Gut habt ihr das gemacht schon. Ja. Das Wetter ist perfekt, jetzt fehlt nur noch das Wasser im Pool. Aha, ja, das stimmt. Ja, bloß wir haben ein Problem, und zwar passt es von der Höhe nicht. Der Höhe passt nicht. Ja, genau. Habt das Loch zu tief gegraben? Ja, wir hoffen nicht. Der von den Madls bestellte Pool ist 1,20 Meter tief. Sollten die beiden das Loch tatsächlich deutlich tiefer gegraben haben, bedeutet das wieder auffüllen. Ja, prinzipiell ganz verkehrt seid ihr schon mal nicht. Die Rabatten gehören schon dahin, nur wir haben ein bisschen was vergessen. Ist euch aufgefallen, da oben, da steht eine ganze Palette mit Beton. Ja, ja, haben wir uns schon fast gedacht, dass die irgendwo hier drunter. Ach, da gehört der hin. Und dann können wir den Stein hoch und runter bewegen. Natürlich hat der Heimwerker immer den Druck der Ehefrau. Ja? Und die dahinter steht, dann muss er natürlich liefern. Und dadurch passiert dann sehr schnell einmal, dass halt sich selbst übernommen wird und ein Bauphasenschritt eben übersprungen. Ohne Betonmischer geht es bei diesem Bauprojekt nicht. Die 24 Rabatten, die das Grundfundament des Pools bilden, können am besten mit frischem Beton justiert werden. Sobald der verhärtet ist, stabilisiert er das Konstrukt. Axel Steinbach gibt den Selbstbauer noch weitere Tipps. Dann überlasse ich euch den Plan. Das Baupflichtenheft habt ihr ja. Ja. Immer wieder reinschauen. Ja. Ja. Und mich dann wieder anrufen zum nächsten Schritt. Oder baut es dann halt einfach selber fertig. Ja. Das wäre zumindest die günstigste Variante.
Bei wem Geld jedoch keine Rolle spielt, der kann sich beim Poolkauf so richtig austoben. Wasserfälle, Whirlpools mit unzähligen Düsen, Rand- und Terrassensteine aus aller Herren Länder. Poolverkäufer Jörg Schneider aus Langenfeld bei Düsseldorf weiß, beim Thema Luxus geht es um viel mehr als nur um das Becken. Der Pool selbst ist der Einstieg. Der Pool ist die Basis und mit dem Pool beginnen wir. Aber der Einbau des Pools und die Gestaltung drumherum, den Lebensraum Garten oder den Wohnraum Garten zu gestalten, ist letztendlich der Luxus. Ab einem Gesamtpreis von 100.000 Euro sprechen Händler von einem Luxuspool. Knapp 10% der deutschen Pools fallen in dieses Segment. Der Pool ist Luxus, gar keine Frage. Wir haben unterschiedlichste Gestaltungselemente wie Pavillons, hochwertige Möbel, Feuerstellen. Wir haben Whirlpools, die ohne weiteres mal 20.000, 25.000 Euro kosten können. Dann nehmen wir sehr aufwendige, hochexklusive Materialien, zum Beispiel wie hier einen nordafrikanischen Travertin, den es unterschiedlichen Farben gibt, der sich überall anpasst, der so ca. 200 Euro den Quadratmeter verlegt kosten wird. Alles zusammen addiert, kostet die Luxuspoolanlage schnell einen sechsstelligen Betrag. Er ist dann oft erschrocken, was das kosten kann. Und dann verzögert sich das hin und wieder noch mal. Wer sich dann aber doch für den Kauf eines Pools entscheidet, muss zusätzlich auch regelmäßige Inspektionen einkalkulieren. Die Techniker der Luxuspoolfirma sind heute bei Leverkusen im Einsatz. Wir machen eine jährliche Poolinspektion und schauen, ob bei dem Kunden alles in Ordnung ist, ob das alles noch im Rechten läuft. Die Techniker genießen das Privileg, ihren Job fast ausschließlich in luxuriösen Umgebungen ausführen zu dürfen. So auch bei dieser Anlage im mediterranen Stil. Trotzdem, kaputt gehen kann auch hier etwas. Haben wir irgendeine Besonderheit? Was können wir für Sie tun? Also, außer der Reihe. Die Inspektion machen wir gleich. Chemie haben wir kein Problem. Wir hatten gestern am Wochenende. Und genau jetzt, wenn es drauf ankommt, hat unsere Wärmepumpe uns im Stich gelassen. Das okay. Heißt, der Tool ist kalt. Und wir müssen also dringend da was dran ändern. Okay, werde ich mir gleich anschauen. Die Poolbesitzer haben sich den Traum vom eigenen Schwimmbad vor 3 Jahren erfüllt. Dazu mussten sie den verwilderten Garten zunächst komplett grundsanieren. Wir reisen sehr gerne. Wir lieben also dieses mediterrane Atmosphäre und wollten also ein Stück davon hier zu uns nach Hause holen. Und der erste Schritt dahin ist natürlich dann erstmal Pool, weil Wasser ist für mich dann natürlich eine ganz entscheidende Grundlage dafür. Deswegen haben wir also den Pool angeschafft damals und versucht auch drumherum mediterranes Klima zu schaffen, sodass wir uns im Endeffekt fühlen wie im Urlaub, wenn wir aus der Tür rauskommen. Und dazu gehören auch mediterrane Wassertemperaturen. Dass wir eine Wärmepumpe außer Funktion haben, das kommt schon mal vor. Das liegt meistens daran, dass wir Luft in der Leitung haben. Das kann mehrere Gründe haben. Einen zu niedrigen Wasserstand, dass dann an der Filtration Luft eingezogen wird. Und das kann man jetzt schon an der Pumpe hören, das gluckert so leicht. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir Luft in der Leitung haben. Und dann kann die Wärmepumpe nicht laufen, die braucht einen bestimmten Durchfluss. Anhand der Bläschen, die jetzt ausströmen, erkennt der Techniker, dass tatsächlich Luft in der Pumpe war. Ich werde die Pumpe jetzt ausbauen und die Leitung prüfen, ob wir Laub oder Kleinteile, können auch mal ein Tierchen drin sein, ob wir irgendwas in der Pumpe haben. Jetzt checken die beiden Poolfachleute das komplette System einmal durch und tauschen Verschleißteile aus. Das ist Teil der Routinewartung. Zusätzlich gibt Christoph Rilli seinen Kunden auch regelmäßig Bedienungstipps. Man verliert viel Wasser durch Verdunstung und man hat auch durch Regeneintrag relativ viel Wasser. Deswegen ist es immer bei zu niedrigem Wasser wichtig, den Pool aufzufüllen, auf einem Füllstand zu halten. Und bei zu viel Wasser auch immer zu gucken, dass der Überlauf, der bei diesem System eingebaut ist, immer frei ist, dass da kein Laub davor hängt. Im letzten Schritt wird der Filter gereinigt. Dazu genügt ein normaler Wasserschlauch. Mit Hilfe von Chlor und Salz regeneriert und säubert die Pumpe das Wasser so quasi von selbst. Und die Poolbesitzer müssen es theoretisch nie austauschen.
So, wir wären soweit. Ja, super. Hat das geklappt? Ja, dass die Wärmepumpe nicht lief, das lag an Luft in der Leitung. Die haben wir gerade rausbefördert. Und unsere Inspektion hat auch keine Auffälligkeiten ergeben. Die Pumpe läuft einwandfrei, war kein Schmutz drin. Ja, super. Und das Becken sollte wieder warm sein morgen Nachmittag. Können die Gäste kommen? Die können kommen. Viel Spaß dabei. Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Gerne. Den jungen Gästen jedenfalls ist die Wassertemperatur egal. Zurück im oberbayerischen Taufkirchen. Auch Familie Madl träumt vom eigenen Pool. Allerdings lässt sich dieser Traum nur durch viel Fleiß und Eigeninitiative finanziell realisieren. Auf die fertig gelegten Rabatten setzen Carmen und Christian Madl jetzt die Pool-Seitenelemente. Allmählich nimmt der Pool Gestalt an. Nur den Kindern dauert das alles viel zu lange. Die Seitenelemente des Pools werden am Ende von Streben nach hinten abgesichert. So, ja, da geht's jetzt zu. Ja, hallo. Servus. Sehr hallo. Schön. Servus. Ach. Hallo. Poolabnahme. Ja. Können wir das Wasser bald einfüllen? Ja, schaut so aus. Ja, fällt mir gut. Wir kommen runter. Noch läuft raus. Gehen wir. Bei einem begleiteten Selbstbau gehört es dazu, dass die Firma kontrolliert, ob das Grundfundament der Anlage richtig gesetzt ist. Bei dieser Gelegenheit wirft Axel Steinbach natürlich auch einen Blick auf das gesamte Werk. Das habt ihr sehr schön gemacht. Auf jede Rabatte, sprich auf jedes Punktfundament, werden ja zwei Elemente zusammengeschraubt. Erst einmal oben und unten fixiert und später dann richtig festgezogen, ja. Aber erst, wenn alles durch ist. Guru Axel Steinbach ist seit rund 15 Jahren im Geschäft. Er kennt die Tücken, die beim Selbstbau entstehen, genauestens. Ja, die typischen Fehler sind eben die, dass eben nicht so sehr auf die Genauigkeit geachtet wird, weil anders als im Hausbau, wo 5 cm ja nichts sind, kommt es ja auf den Millimeter an. Deswegen schreiben wir das auch immer in die Anleitungen, dass wirklich auf den Zentimeter bitte genau gearbeitet werden muss. Ja, und das haben sie hier hervorragend umgesetzt. Sehr schön. Die Madls können die Hilfe der Poolbaufirma jederzeit in Anspruch nehmen. Das kostet aber extra. Für das Verschalen würden zum Beispiel 2.000 Euro fällig werden. Frage natürlich muss ich euch kategorisch stellen. Bis zum nächsten Schritt, das heißt bis zum Betonieren, seht ihr mich und meine Jungs nicht mehr. Wollt ihr Hilfe haben? Sollen wir das für euch weitermachen? Sehr, sehr gerne. Da wäre es natürlich dann zu unserem Tarif. Oder möchtet ihr das selber weitermachen? Ich glaube, das schaffen wir selber, oder? Ist ja auch eine finanzielle Geschichte, denke ich mal. Am Ende. Können wir uns ein bisschen übersparen, oder? Ja. Auf jeden Fall, natürlich. Ja. Aber es läuft ja gut. Ja, also ich denke, das machen wir selber. Machen wir so. Das schaffen wir. Prima, sehr gut. Ja, gut, dann weiterhin viel Freude, viel Spaß beim Einbauen. Und wir sehen uns dann. Ruft sie mich an, wenn ihr durch seid, kommen wir wieder. Okay. Super. Alles klar. Dankeschön. Fährt euch. Dann. Ciao. 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 Zwei Stunden später. Die Verschalung steht. Wenn jetzt auch noch die römische Treppe hineinpasst, haben die beiden alles richtig gemacht. So, jetzt kommt's drauf an, ob's passt. Ja, wenn das jetzt nicht zusammenpasst, dann haben wir irgendwo was falsch gemacht. Ja, ich hoffe's nicht. Ja, ich auch nicht. Die Treppen entstehen auch im französischen Desjoyeaux-Werk. Es gibt 8 verschiedene Treppentypen. Die römische Treppe, die die Familie Madl ausgewählt hat, ist das größte Modell. Wieder kommt der Grundstoff Polypropylen zum Einsatz. Er wird in eine Form gegeben und dann mit Hilfe einer 6000-Tonnen-Presse zu einer Treppe geformt. In einem vollautomatischen Prozess verpacken Roboter immer 10 Treppen zu einem Paket. Diese finden dann in 80 Ländern der Welt ihre Abnehmer. Diese Treppe hat es bis nach Bayern geschafft. Die Madls hoffen nun, dass sie genau zwischen die Poolseitenwände passt. Passt perfekt. Die letzte Stütze und dann haben wir's. Der erste Meilenstein beim Pool-Selbstbau ist geschafft. Die Verschalung steht und passt genau. Wow. Wir haben's. Geschafft. So, auf geht's zum nächsten Teil, dass wir fertig werden. Ja, aber jetzt einmal den Anblick genießen. Zusammen mit einem Nachbarn betonieren die Madls jetzt den Boden des Pools. Zuerst legen sie Betonierfolie aus. Darauf kommen Abstandshalter und Stützeisen,
damit der Beton später optimal armiert werden kann. Carmen und Christian Madl haben 12 Kubikmeter wasserundurchlässigen Transportbeton bestellt. Der soll jetzt in ihren Pool gepumpt werden. Betonfahrer Klaus Huber bedient den 18 Meter langen Ausleger des Pumpenwagens. Die beiden wollen das Becken selbst ausbetonieren. So sparen sie 1.500 Euro. Poolbauer Axel Steinbach wird den Selbstbauern am Anfang dieses Arbeitsschrittes zumindest beratend zur Seite stehen. Christian Madl betoniert mit dem Schlauch die Setzsteine und Stützen ein. Carmen Madl verteilt die Masse. Dann greift sie selbst zum Schlauch. Ja, der Schlauch, der rüttelt halt so und ist ziemlich schwer. Und ja, dann dahin zu treffen, wo es hin soll, ist gar nicht so einfach. Das Betonieren ist für Ungeübte sehr anstrengend und geht auch den Selbstbauern in die Knochen. Ja, das Schwierige ist eigentlich, dass der Schlauch sich selbstständig macht, wenn man sich nicht konzentriert. Und dann ist er weg. Für den Poolboden muss der Beton feiner und weniger grobkörnig sein. Nur so kann Christian Madl die Masse nachher glatt streichen. Ja, ich denke mal, ich habe jetzt den leichteren Job von uns zwei. Aber trotzdem braucht man für das auch ein bisschen ein Gefühl. Und ja, ich hoffe, dass ich es einigermaßen hinkriege. Egal, wer von den Selbstbauern nun welche Aufgabe übernimmt, die Hobbyheimwerker leisten erstklassige Arbeit. Die drei haben ganz hervorragend gearbeitet und haben mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln einen wunderbar glatten Boden gezaubert. Wir werden das, wie wir das immer tun, machen, als Profis nochmal nacharbeiten und dort, wo wir es sehen, eben dann den Boden so abglätten, dass wir zum Schluss eben die Folie aufbringen können, die dann wunderbar glatt sich in den Pool einfügt. Am Ende von Tag 2 hat der Pool bereits seine Grundform. Aber den Madls fehlt nach dem anstrengenden Betonieren einfach die Kraft, sich darüber zu freuen. Also ich bin fix und fertig. Ich kann keinen Meter mehr gehen. Ja, mir geht's genauso. Ich fall jetzt in mein Bett und am Ende. Mehr geht nicht. Also ich glaube, einen zweiten Pool bauen wir nicht mehr. Nein. Das ist wirklich. Also es ist schon äußerst anstrengend. Ja, so stellt man sich's nicht vorher, gell? Also das allein das Betonieren da, also das ist ja ein Kraftakt, ja. Mehr der Arbeit. Nur wenige Kilometer entfernt, ebenfalls in Taufkirchen an der Vils, soll auch ein Pool entstehen. Allerdings haben sich diese Hausbesitzer für das Einstück-Beckensystem aus Österreich entschieden. Eine Poolbaufirma trifft die letzten Vorbereitungen, bevor die riesige Poolwanne geliefert wird. Die Poolbauer müssen vorher die wichtigste Frage klären. Wo soll der tonnenschwere Kran später stehen? Also ich glaube, es wäre besser, wir dermaßen da von oben reinheben. Da ist es nicht so dreckert. Unbedingt. Da können wir leichter rein, da kann der LKW besser herfahren. Stimmt. Bei der Jahreszeit, das ist kritisch, jetzt, dass wir es da reinheben. Da ist es ein bisschen enger. Auf. Ja. Es liegt an der Jahreszeit. Der Untergrund ist wirklich nass. Uns ist das Risiko jetzt einfach zu groß, dass wenn der Kran dort positioniert ist, dass er ins Schwanken kommt oder irgend sowas. Da ist uns lieber, wir bauen uns oben auf der Teerstraße und heben halt um 20, 25 Meter, zwar über die Garage, ist ein kleines Risiko. Immerhin soll ein 9x4 Meter großer Pool mehr als 40 Meter weit durch die Luft gehievt werden. Ohne dabei größeren Schaden anzurichten, versteht sich. Die Poolbauer rücken dafür mit ihrem 35 Meter Spezialkran an. Das Poolbecken ist auch eingetroffen und hat den 4,5 Stunden langen Transport aus Niederösterreich unbeschadet überstanden. Jetzt muss die Wanne noch den kniffligsten Teil ihrer Reise überstehen.
Bevor der Kranfahrer das Becken über Haus und Garage balanciert, kontrollieren die Männer noch einmal, ob alle Lastgurte ordnungsgemäß befestigt sind. Die Poolbauer agieren mit größter Sorgfalt. Alles, was das rund 1100 Kilogramm schwere Becken jetzt anrempelt, würde beschädigt werden. Um jeglichem Risiko aus dem Weg zu gehen, hebt der Kranfahrer das Becken 20 Meter hoch in die Luft, bevor er es wieder absetzt. Ja, es ist schon gefährlich. Es kommt ganz aufs Wetter immer drauf zusammen. Wenn natürlich der Wind sehr stark geht, ist wichtig, wenn man jetzt sagt, wir werden jetzt den Pool auf 4 Punkte anhängen, dass er nicht auf 2 ist wie ein Segel, dann ist es natürlich schon leichter. Das Aushubloch für den Pool muss genau getroffen werden. Dafür fährt der Kran seinen Ausleger jetzt auf 35 Meter aus. Kurz vor dem Ablassen beginnt die Feinjustierung. Was ist, gell? Wir haben mit dem Kran einen Unterzug, also 2/3 von der Last sind vom Kran hergenommen. Jetzt können wir den noch verschieben. Und dann, wenn er sitzt dann, und wenn Wasser drin ist, dann ist es spät. Also du musst jetzt passen. Die Poolbauer richten das Becken parallel zu den umliegenden Gebäuden aus. Auch das Pumpen- und Filtersystem müssen die Männer noch anschließen. Diese Querverstrebungen sollen den Pool gegen den Beton, der gleich von außen gegen das Becken drücken wird, stabilisieren. Zeitgleich kann das Wasser eingelassen werden. Der Pool fasst 52 Kubikmeter. Um das Becken herum füllen die Poolbauer einen speziellen Isolierbeton. Da geht es darum, dass das Becken zusätzlich nochmal isoliert ist und dass das nochmal druckstabil gegen einen Aushub verfestigt ist. Bei so einem Poolaushub, da baut man so ungefähr 1,50 Meter tief, wird ausgepackert und dann hätte man Setzungen. Dann wird später mal das Pflaster niedergehen. Und deshalb verfüllt man das mit einem formstabilen Material, entweder Magerbeton oder Isolierbeton. Dieser Isolierbeton ist ein erdfeuchtes Kies-Zement-Gemisch, bei dem der Kiesanteil deutlich überwiegt. Die Poolbauer füllen damit den gesamten Spalt zwischen Erdreich und Becken auf. Dauert ungefähr 2 Tage, dann ist es fest. Wenn das dann fest ist, ist es setzungsfrei. Der Kies wird angeböscht auf so einer Höhe und obendrauf kommt jetzt ein normaler Beton. Da werden dann drauf die Fliesen verlegt. Und dann funktioniert es. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so erscheint, ein Poolbau im Winter hat auch seine Vorteile. Der Kunde nutzt im Winter den Garten nicht, und dann können wir das als Baustelle benutzen. Der Kiesunterbau, das, wo man jetzt da sieht, wo da eingebaut wird, der kann über den Winter, kann sich der von selber, der setzt sich, der wird zwar verdichtet, aber der setzt sich, jetzt habe ich schon einen besseren Untergrund. Der Fliesenleger nächster kann auf dem festen Boden gleich weiterbauen. Das ist das Entscheidende. Und im Frühjahr geht es gleich los. Der Kunde kann beim ersten Sonnenstrahl ist die Baustelle fertig und der kann gleich Badespaß genießen, sage ich mal. Am Ende wird dieser Spaß mehr als 40.000 Euro kosten. Die Pool-Selbstbaufamilie Madl will ihre Kosten deutlich geringer halten. Trotzdem, manche Tätigkeiten können nur Fachmänner erledigen. Zum Beispiel das Anbringen des Betonfeinstrichs. Rund 40 Tonnen Wasser werden später auf den Estrich drücken. Am Ende von Bautag 4 sind auch die Seitenränder des Beckens mit Erde aufgefüllt. Jetzt setzen Carmen und Christian Madl die Randsteine.
Am fünften und hoffentlich letzten Bautag folgt der komplizierteste Teil des Poolbaus. So, wir werden es jetzt angehen. Wir werden jetzt quasi die Folie einbauen, das heißt die Hochzeit, wie wir es nennen, und werden herstellen eben quasi die Dichte. Danach die Pumpe. Die Pumpe, die dann dafür sorgt, eben, dass das Wasser dementsprechend umspült und gereinigt wird, damit das Ganze schön kristallklar ist. Ja, und dann danach könnt ihr reinspringen. Super, und wir helfen mit. Jetzt entfernen die Poolbauer sämtliche Nasen vom Estrich. Das sind Übersteher oder Unebenheiten. Dieser Teil des Poolbaus ist enorm sensibel und wird deshalb von den Profis übernommen. Alles muss am Ende so glatt sein wie eine Eislaufbahn. Die römische Treppe wird später nicht von Folie bedeckt sein, deshalb klammern sie die Männer aus. In diesem Eimer steckt die Poolfolie. Sie ist exakt für dieses Becken maßgeschneidert worden. Jetzt muss das Team sie nur noch passend einbauen. Doch leichter gesagt als getan. Ja, also wie die jetzt mal glatt wird, das ist mir ehrlich gesagt noch ein Rätsel. Also da bin ich gespannt, wie das funktioniert, aber ich lasse mich überraschen. Die Poolwand ist so konzipiert, dass die Folie in den Kanten eingezwickt werden kann. Ja, der Trick ist einfach, dass man die Ecken findet und von den Ecken her anfängt und dann die Folie eben nach den Ecken auskleidet. Und der ganz große Trick kommt noch. Die passgenaue Folie entsteht im Liner-Atelier der französischen Poolfirma. Diese Rollen sind das Rohmaterial für die Folien. Es gibt 40 verschiedene Muster und Farben. Das sind jetzt hier im Übrigen die meistverkauften Farben. Die Farbe Weiß, Hellblau und jetzt auch sehr, sehr stark die Farbe Grau. Grau, weil es gibt sehr viel Sichtbeton. Die modernen Häuser im modernen Baumeisterstil sind alle in Grau gehalten, deswegen ist Grau. Übrigens auch eine sehr schöne Wasserfarbe, weil durch den Reflekt des Grau schimmert das Wasser sehr, sehr stark in Hellblau. Eine wunderschöne Farbe, die die Leute immer mehr mögen. Hier arbeiten Mensch und Maschine perfekt zusammen. Gemeinsam fertigen sie aus den Folienrollen die maßgeschneiderten Innenhöhlen für die Pools. Wir arbeiten nicht auf der Baustelle, sondern hier bei uns im Atelier. Warum? Weil wir hier immer dieselbe Temperatur haben. Das heißt, das Material kann sich nicht verformen. Wir haben draußen auf der Baustelle Temperaturschwankungen von 30 Grad, da könnten wir nicht arbeiten. Zum anderen haben wir ein Hochschweißgerät, ein Hochfrequenzschweißgerät, was uns ermöglicht, eben mit einer sehr, sehr kleinen Nahtstelle nur alle Formen zusammenzuschweißen, um in dieser Maschine den Boden herzustellen. Den Boden für jedes Becken bis höchstens 24 x 16 Meter. Die Maschine könnte noch mehr, aber die Menschen können die Folie dann nicht mehr tragen, sie wird zu schwer. Jetzt verschweißt ein Roboter die Bodenfläche der Folie mit der Wand. Danach rollt ein anderer Roboter das Endprodukt platzsparend auf und kippt es in die Transporttonne. Die Pool-Selbstbauer und die Poolfirma kämpfen immer noch mit ihrer Folie. Carmen Madel hat Angst, dass sie dabei etwas kaputt machen könnte. Auf was müssen wir jetzt eigentlich aufpassen mit der Folie? Im Moment muss man sehr vorsichtig sein, weil sie ist jetzt ungeschützt und liegt da. Mhm. Jetzt wäre natürlich ein Hammer, der reinfällt oder was, katastrophal. Okay. Danach, wenn sie gezogen ist, mit Wasser befüllt, ganz normal nutzen einfach. Ich würde jetzt nicht mit dem Teppichmesser reingehen, ja. Mhm. Aber kann tägliche Nutzung ganz normal, eigentlich nichts Dramatisches. Aber die kann nicht irgendwie ausreißen, nein, oder so? Nein, nein, kann sie nicht. Auch das Spielzeug von den Kindern oder so ist alles, kein Problem. Nein, alles, was denknotwendig ist, ja, also nicht mit Stöckelschuhen rein, auch ja, wenn der ja. Champagner noch so fließt, ja. Bitte die Pfennigabsätze vermeiden, auch auf der Treppe nicht. Vielleicht mit Glasscherben generell ein wenig vorsichtig sein, keine großen Steine reinschmeißen. Ja, das sagt einem der Hausverstand. Und nun kommt der Geheimtrick des Herstellers. Ein leistungsstarker Staubsauger, der unter der Folie ein Vakuum erzeugt. Das Team muss die Folie erst komplett montieren, damit der Zwischenraum abgedichtet ist. Langsam glättet sich die Folie wie von selbst.
Das, was wir jetzt noch haben, das sind so kleine Liegehuppel. Das war von der Tonne, wo das drinnen war, überhaupt kein Problem. Geht weg mit dem Wasser, was jetzt kommt. Jetzt ist noch einmal höchste Konzentration angesagt. Die Poolprofis schneiden mit Hilfe einer Schablone die Treppe aus. Der Pool ist nun fast badefertig. Die Vorfreude steigt. Ist schon cool. Ja, richtig. Mega cool. Und damit es jetzt auch schnell geht, hat Familie Madl bei der Gemeinde nachgefragt. Das Wasser darf mit Hochdruck aus dem nächsten Hydranten abgezapft werden. Gleich kommt's Wasser und dann ist der Pool bald voll und dann geht's ab zum Baden. Wir können schon kaum mehr erwarten, bis das Wasser endlich da rauskommt. Ja. Ab jetzt fließen etwa 40.000 Liter Leitungswasser in das Becken. Parallel dazu bauen die Poolprofis noch die Filteranlage und die Pumpe ein. Der Staubsauger hat die Folie mittlerweile perfekt geglättet. Nach gut 2 Stunden ist der Pool randvoll und die Pumpe darf ihren ersten Atemzug machen. Du hast gesagt, der Pool ist jetzt eingestellt, Chlor und pH. Jawohl. Ab wann dürfen wir jetzt rein? Ab sofort. Echt? Ja. Ja. Am Schluss haben die Madls mit ihrem begleiteten Selbstbau etwa 10.000 Euro gespart. Insgesamt hat der Pool noch 20.500 Euro gekostet. So ein Poolbau ist enorm anstrengend, enorm schweißtreibend. Und braucht wahnsinnig viel Zeit. Braucht sehr, sehr viel Zeit. Und ich denke auch, gewisses handwerkliches Geschick muss vorhanden sein, damit man das stemmen kann. Die ganze Mühe ist es wert. Definitiv. Absolut. Die ganze Mühe ist es wert. Das Gefühl, so wenn man das erste Mal in den Pool reinspringt, das ist unbeschreiblich. Badespaß im eigenen Pool. Für die Selbstbauer kann jetzt der Urlaub beginnen.